Weißt du, wer mich gerade retweetet hat? Ja. Also Hitbox nein. Retweets. Aua. Ich habe mir dann nämlich gerade einfach mal was erlaubt. Ah, interessant. Ich habe jetzt einfach mal den Stream auf Twitter gepostet. Mhm. Vielleicht schaut da jemand rein. Ja, schön. Dann hört man erstens nur deine Stimme und nicht meine. Und zweitens gibt es ab in ein paar Tagen sowieso auf meinem Kanal. Weil. Das ist doch ein geiles Live-LP. Ja, super. Wo man nur die Hälfte hört immer. Ist doch geil. Ja. Ja, geil. Ein Viewer. Ich schaue übrigens nice. Nicht in den Chat. Also wenn irgendwer im Chat schreibt, da musst du dich darum kümmern. Oh, wunderschönen guten Tag. Ja. Akarios. So. Drei. Hast du wenigstens dazu geschrieben, dass es ein Live-LP ist? Ich habe geschrieben, wir streamen gerade eine geile Aufnahme. Oh. Und das Sonic Shadow Fusion schaut auch rein. Finde ich gut. Ja. Kannst direkt noch sagen, in ein paar Tagen gibt es auf dem Kanal von Tokaloni 1. Schaut rein und abonniert. Richtig, nämlich die Person, die ihr gerade nicht hört. Ja. Die Let's Plays gerade und das kommt dann in ein paar Tagen auf YouTube. Ja. Total behindert. Ja, vielleicht weiß ja irgendwer im Chat, kannst du auch gerne weitertragen, was ich jetzt überhaupt zum Fick tun muss. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll hier. Der Loni weiß einfach nicht, was er machen muss. Ja, aber ist ja immer so, also ist ja nichts Neues. Und das Sonic Shadow Fusion schreibt, L.A. Noir, ein Spiel, was ich wohl nie als LP machen könnte, weil ich nach jedem Fehler ins Hauptmenü zurückgehe und dann nochmal die ganze Nummer neu mache, um es perfekt zu haben. Oh, da bin ich viel zu unambitioniert für. Oh, dafür ist mir zu egal. Nimmst du auch mit OBS jetzt quasi auf? Ja. Achso, schade. Wäre es mit Fraps gewesen, hätte man sagen können, schaltest du halt einfach noch das Mikro an. Wäre dann zwar eine kacke Mikroqualität, aber wäre nicht so wild. Nee, OBS Studio kann ja beides, zum Glück. Ja. Und, Das ist diese dunkel gehaltene Version, ne? OBS Studio. Moment, das ist nicht Studio, sondern OBS Multiplattform, so heißt es. Ah, genau. Mit dem man streamen und Dingens kann. Ja. Ja, ganz genau, Lars, wir ziehen das durch, aber. Ja, die Loni hört man nicht, weil er halt seine Soundquelle nicht eingestellt hat. Lieber Akarios. Weil ich gleichzeitig noch aufnehme. Richtig, denn er nimmt gerade auf und. Mit einem Headset. Und ich höre ihn gerade über ein Headset. Das absolut scheiße klingt, möchte ich mal an dieser Stelle betonen. Ja, das stimmt. Denn sobald er mal etwas länger ruhig ist, geht die Rauschparty ab. Da rauscht er lauter, als ich spreche. Das ist schon hardcore. Wo genau ist jetzt überhaupt Interviewraum 1? Wen soll ich verhören und warum? Christina Aguilera, musst du bestimmt. Oder Mr. Ackermann. Wie auch immer. Der Geile. Ist doch alles das Gleiche, scheiße. Ja, Menschen sind doch keine Individuen. Natürlich. Die sind alle genormt. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. No micro, ja, ganz genau. No micro. Richtig, manchmal höre ich das Meer rauschen. Why did you kill Mrs. Tarleton? I have no recollection of the people I've killed. So, er erinnert sich nicht an Leute, die er getötet hat. Das glaubst du ja wohl selber nicht. You hate women. More than you could ever imagine. Oh, er hasst also Frauen. Das ist ja... Das darf man in den 50ern also sagen, oder was? In den 50ern hat jeder Frauen gehasst. Und Schwarze. Ah, das war halt die Kultur. Das gehörte zum Anstand. Das ist ja interessant. Ja, finde ich auch. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Willst du mich verarschen, Junge? Ja. Ja, ich sehe das. Bei mir weißt du doch sowieso, dass ich dich nur verarsche. Ja, eigentlich nicht. Manchmal bin ich nicht. Und der Akarios muss an einen Klassenkameraden denken, der auch Ackermann heißt. Oder Ackermann. Nice. Ich möchte anmerken, ich bin der Ackermann, ich beflüge deinen. Nee. Mhm. Ich pflüge deinen Acker. Aha, das ist ja noch besser.
Ich beflügel deinen Acker. Ja. Das wäre wieder, nee. Einfach Engelsflügel dran heften und dann binden mit Flügeln. Red Bull verleiht Flügel. Bad Rule. Es gibt in fast jeder Mission ein gutes und ein schlechtes Ende. Aha. Das wusste ich auch noch nicht. Siehste, wieder was gelernt. Da hat dir der Song Shadow Fury noch was Neues beigebracht. Ja. Wobei ich jetzt mir denken können, weil die vorletzte Mission habe ich mit einem Stern abgeschlossen von 5. Und da wurde ich dann zurückversetzt in den Streifendienst. Wurdest du zurückversetzt in die Kindheit? Ja. Also gestern. Genau. Und den letzten habe ich mit 5 Sternen und dann habe ich mit Auszeichnung nach Hause gegangen. So, nächster Film. Mit Sternchen. Ja, mit 5 Sternchen. Mit 5 Sternchen dann fort. Richtig. So. Hallo mein Negerfreund. Ja. Wir sind in den 50ern. Hallo? Das Gute ist ja, die Leute hier im Livestream, die können dich nicht hören. Ja, ich kann alles sagen, was ich will. Alle Leute im Chat sind behindert. Nein, Spaß, ich liebe euch alle. Ich kenne die meisten zwar nicht, aber ich... Der Loni sagte gerade erst, dass ihr behindert seid. Das was? Fand ich jetzt absolut unsichtbar von ihm. Ich habe nichts gesagt, einfach. Genauso wie er die schwarze Bevölkerung hier in diesem Spiel gerade als Neger bezeichnet nichts hat. Nichts habe ich gemacht, Alter. Was ist dein Problem? Schaut es euch im Let's Play an. Ja, genau. Jetzt werde ich hier geshit-talkt oder was? So, der Mord der Sekretärin, Fall Nummer 13 oder so. Ich habe nicht mitgezählt. Und der Stream läuft sogar flüssig. Für den Lars und so manch anderen. Ja. Aber Saloni hatte auch die bessere Leitung für. Naja, also geringfügig, aber ja. Gerade sind besser. Oh, etwas besser, aber ja, ist schon besser. Ja. Eine betrunkene Frau. Eine tote Frau. Was davon ist besser? Betrunkene Frau ist halt gleich tote Frau. Das nimmt sich nichts. Ja, in den 50ern wahrscheinlich schon. Na, eben in den 50ern nicht. Ja. Wir haben irgendeinen Ring von einem alten Fall wiedergefunden. Warum auch immer. Find's interessant, wie am Ende vom letzten Fall dieser Typ zugegeben hat, dass er diese ganzen Frauen umgebracht hat. Aber jetzt ist es wieder einer. Also hat er gelogen oder gibt's einen Trittbrettfahrer, gibt's einen Kollegen? Jetzt was? Gibt es so viele gewalttätige Männer hier? Es gibt immer zu viele gewalttätige Männer. Ja, da muss ich erstmal überlegen und meiner Frau eine runterhauen. Oh, ein Glück, dass du in den 50ern spielst, sonst wird es nur halt so viel Spaß machen. Nach der Frage, Schatz, ist das Essen fertig? Zack. Hallo, wo ist mein... Da ist mein Fettsack-Kollege. Hallöchen, mein Freund. Ein bisschen Tempo hier. Ich hoffe, er hat nicht getrunken, sonst hält uns die Polizei an. Ist witzig, weil wir sind die Polizei. Wir können alles machen, was wir wollen. Würde ich mir aber irgendwie lustig vorstellen, so einen Polizisten, der einen anderen Polizisten anhält. Zeigen Sie mal bitte Ihre Fahrzeugpapiere. Sag mal, Bernd. Wir sind gerade eben noch zusammengefahren. Wir haben gerade die Schicht getauscht, du Spasti. Was soll das? Fahrzeugpapiere und Führerscheinbilder. Machen bestimmt Polizisten so als Spaß untereinander. Fährt der eine hinterm anderen, bitte rechts ranfahren. Kenn ich mir gut vor. Nee, die sagen dann bitte links ranfahren. Ja. Weil rechts, das wäre schon wieder zu rechts. Nee, wir sind in den 50ern. Da geht das noch. In den 50ern war alles anders. Naja, rechts war in den 50ern gerade noch frisch. Ja, sag ich doch. Genau das meine ich doch. So, jetzt holen wir uns die Ringe wieder. Ich weiß nicht genau, was wir uns davon erhoffen. Weil Fingerabdrücke wurden in den 50ern noch nicht erfunden. Das hast du gesagt. Tease. Mhm.
Ja, nee, Fingerabdrücke waren in den 50ern, wurden ja noch nicht erfunden in den 50ern. Nee, da hieß es nur Finger an Po Mexiko. Genau. Und das andere kam erst später. Was ist das für ein Stempel? Aha. Boah, stehe ich mir voll eklig vor. Geht da rein so. Aha. Mhm. Ich merke, der hat festen Stuhl. Aha. Der ist es nicht. Der Täter hatte Durchfall. Der hat nämlich neben die Leiche geschissen. Ich dachte, du redest von einem Holzstuhl. Was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Immer diese Täter, die neben ihre frisch ermordeten Leichen scheißen. Das ist gar nicht schön. Ja. Das hat auch der Radiotyp in Far Cry 4 hat auch die ganze Zeit gesagt. Wenn er ein Serienkiller wäre, dann wäre das sein Markenzeichen. Übrigens, 22.000, meine Abonnentenzahl nächste Woche. Oh! Shit! Nee, träum weiter. Gut. Ja, nehmen wir noch ein bisschen mehr Crystal Meth. Dann. Ah, einfach ja, weiter. Gut. Mein gutes Meth. Ich liebe es. Yeah. Kann ich einen Hotdog kaufen? Nein, heiße Hunde gibt's im Tierheim. Ich möchte einen Hotdog! Nein, hab ich doch gesagt. Sodomie ist bei dir Standard. Gehen wir zum nächsten Fall. Das überlege ich mir noch. Also ich fahre zum nächsten Fall, was du machst, ist mir ja scheißegal. Ah, der Sanctuary Fusion sieht jetzt, wie weit du schon bist. Okay, also der gleiche, der diese Psychobriefe geschrieben hat, ist auch der, der die Ringe hier versetzt hat. Scheinbar, wurde wie gesagt. Aber so an sich, ich glaube technisch wäre es bei dir eigentlich dann ganz gut möglich, dass du auch Live-LPs machen könntest, ja, ne? So theoretisch. Könnte ich wahrscheinlich, ja. Wenn ich eine Sache, die mich aber wundert, wenn du in 360p das streamst, dann wird es doch eigentlich auch so aufgenommen mit OBS. OBS Multiplattform kann es trennen. Also wir sind. Wie geil ist das denn? Ja, super. Also in 720p wird es aufgenommen, für Streaming wird es halt runter skaliert auf 360. Ey, dann kannst du echt mal Live-LPs machen. So. Könnte ich, ja. Das wäre geil. Zumindest wenn es nicht auf der Konsole ist. Dann, naja. Oder du machst halt dann eine Verzögerung rein. Vom Ton, also vom Mikro. Du kannst es auch mit der Elgato machen. Ja, ich meinte der Konsole, dass die Elgato-Aufnahme qualitätsmäßig besser als die von OBS. Also? Ja, die von OBS ist halt meistens so ein automatisches, wie heißt das? Das mit den Zwischenbildern so, das sieht so verschliert aus, ist ganz komisch. Deswegen nehme ich da immer die Game Capture Software. Ja, für das andere, also bestimmt irgendwann, mal schauen. Das nächste Wimmelbild Special. In der Tat, Lars, ich bin über Skype dabei, ja, das stimmt. So, was ist das überhaupt für ein Typ? Was? Ein Opfer. Ja, das stimmt. Nein, Opfer. Aber das ist doch der Täter. Nein, Opfer. Aha. Ah, du siehst es in 5 Sekunden. Wenn sie sich auch nicht aufregen. Zack. Ich habe sie. What the fuck? Alter, Leichenschänder, Alter. Ja. Aber wieder dem direkt eine Ballad. Unser Kollege ist doch nicht nett. Er kann es noch. Aber vor allem, wer küsst denn eine wahrscheinlich schon kalte Leiche? Ich meine, hallo? Na, vielleicht deswegen. Vielleicht waren ihm Lebende immer zu warm. Ja, weiß nicht. Aber was mich mal interessiert, ist es hier auch so Rockstar-typisch gehalten, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt? Ja. Ah. Gibt's nicht. Deswegen habe ich deutsche Untertitel. Was fragen wir? Ein Fund der Leiche? Fragen wir mal. Irgendwas zum Fund der Leiche, was weiß ich. Ich mache es ja immer gerne so, dass ich bei jedem Spiel immer Untertitel anhabe, weil manchmal sind die Sprecher das so merkwürdig am Reden, dass man selbst klare Worte nicht versteht. Und dann kann man die mal in den Untertiteln nachlesen, das finde ich recht praktisch. Das einzig Doofe ist, wenn die Untertitel falsch sind, beziehungsweise halt nicht wortgenau.
Ja, stimmt wohl. Wobei es bei Rockstar Games eigentlich selten der Fall ist. Ja. Weil teilweise, mich stört schon so eine Kleinigkeit, wenn der Charakter irgendwie sagt, lass uns gehen und im Untertitel steht, lass uns jetzt gehen. Oh. Das finde ich schon nicht so geil, weil es ist halt keine. Das ist mir die Detailarbeit zu wenig. Mhm. Sag ich mal so, ne? Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Ich weiß nicht mal von was, aber ich habe nur nach seinem Gesichtsausdruck. So. Ich habe kein Wort verstanden, was du gesagt hast. Aber ich glaube, er hat die Wahrheit gesagt. Ja, genau so. Aber wie er sich nach der Aussage auch hinstellt, so. Ha, ich bin ein geiler Typ. Ah, oh, unser Typ ist so gut. Ja, das ist eben noch ein Oldschool-Polizist. Da kann man auch noch richtig in die Fresse hauen. Ja. So, und der Nächste. Gut, dass wir in den 50er sind, da durfte man diese Neger hier noch schlagen. kommt gleich noch die BPJM und indiziert den Let's Play hier. Wird grenzwertig, aber Leute, 50er, alles gut. In 60 Jahren haben wir alle dazugelernt. Richtig. Ja, ist mir ausgestreckt. Fuck. Ich hab vorhin erst noch zweieinhalb Stunden Animal Crossing, jetzt das und danach kommt noch Undertale. Ich bin heute voll ausgebucht. Undertale wahrscheinlich auch wieder Koop-Session, nehme ich an? Ja. Ah, das ziehen wir durch. Ja, das ist ja so ein durchgängiges Together-Projekt quasi. Ja. Hat sich irgendwie angeboten. Was ist das denn? Dear Evelyn, I hope. Mhm. Liebe DHL. So, was ist das hier? The Keystone Film Company. Ja, das waren halt damals die Polizisten, ne? Die durften einfach jedem in die Fresse hauen. Ja. Da wurde noch nicht so rumgezimpert wie heute. Sie haben mich geschlagen, ich zeig sie an. Nein, das geht nicht. Das waren noch gute Zeiten, ja. Damals, als man Leute noch schlagen durfte als Polizist, das waren noch gute Zeiten. Ja. Wieso war ich damals kein Polizist? Ja. Oh, schon wieder, es geht mir langsam echt auf den Sack. Blöde Streiche jetzt von jeder Scheißbar, jedes fucking Mal, fuck! Ja, damals bestand die Bevölkerung aus Alkoholikern, das weiß man doch. Ja, das sehe ich hier gerade. Aus Kettentrinkern, wie der Loni gerne sagt. Ja. Schön jetzt nochmal, ne? Dass ich ja nicht in Vergessenheit gerät. Zwei Koffer. Fotorahmen, Harvest, die Kegelstatuette. Was ist das für eine Liste? Von einem Likörladen. Ja. Ja, bitte? Offensichtlich stand eine Haarbürste auf Schindlers Liste. Klar. Schindlers Einkaufsliste vielleicht. Ja, richtig. Da hat er dann seinen Mitarbeitern immer so eine Liste gegeben. Hol mir mal ein bisschen Milch, hol mir ein paar Eier. Mhm. Und dann geht die Party rund. Das wäre ein epischer Film. Schindlers Einkaufsliste. Genau. HD Remix. Geht 15 Minuten und ist aufgebaut wie Shopping Queen. Mhm. Könnte ich hier bitte? Heute muss ich für den Herrn Schindler was kaufen. Ich habe auch meinen besten Freund mitgebracht. Er hat mir eine Liste in die Hand gedrückt. Mhm. Diese Sachen werde ich jetzt so gut und günstig wie möglich kaufen. Ganz ehrlich, Rick, du bist die geborene Frau. Ja, nee, eigentlich nicht. Das merkt man anhand äußerlicher Standhaftigkeiten. Ja, das heißt ja erstmal gar nichts in 2016, ne? Also. Phelps, 1247. Kannst du jedem Geschlecht gehören, zu dem du willst, wenn es Geld steht. Richtig. Ich bin einfach Geschlecht Fuchs. Geschlecht Let's Player. Das sowieso, das bin ich seit 2011. Seit fast 5 Jahren. Es fehlt nur noch ziemlich genau ein Monat. Fehlt nur noch ziemlich genau der Erfolg. Ja, der fehlt auch noch. You drive. So, wollen wir zur Bar oder zum Likör-Shop hier? Wenn wir schon so viele Barstreichholz-Schachteln hatten, würde ich sagen, wir gehen zur Bar. Oh, muss das... Da können wir dann den Alkis endlich mal eine reinhauen und den verklickern, dass sie nicht dauernd ihre scheiß Streichhölzer überall liegen lassen sollen. Ja, wahrscheinlich. Und ich hätte die Post. Zeit lang. Man sollte sowieso allgemein viel mehr Leuten einfach mal auf die Fresse hauen.
Ja, Leuten auf die Fresse hauen. Manchmal ist das gut, manchmal auch nicht. Aber man weiß nicht, ob es gut ist, ehe man es nicht ausprobiert hat. Ich persönlich, ich zerrede Menschen lieber. Ja. Zerreden klingt irgendwie ziemlich schwul, also lieber auf die Fresse hauen. In der Grundschule konnte ich ganz gut Leute zerreden. Aber das war halt auch noch Grundschule, das waren Kinder. Als ob man sich irgendwelche Achievements in der Grundschule holen kann. Lehrer zerredet, er gibt dir nie wieder Hausaufgaben auf. Achievement unlocked. 50 XP. 500. Ja, ab 20.000 kann man seinen Abschluss direkt abholen. Genau. Ich bin in der dritten Klasse, aber schon aller Achievements. Ich hole mir jetzt mein fertiges Studium-Zertifikat. Richtig. Mordkommission. Warum können wir nicht eigentlich einen Drink haben und ein paar Fragen stellen? Das schließt sich doch nicht aus. Und nicht zu vergessen, wenn man denn seinen ersten Job hat, dann steigt man da direkt mit 15 Jahren Berufserfahrung in. Gibt's, glaube ich, erst ab 30.000 XP, aber ja. Warum nicht, ne? Sie roch etwas. Aha. Das, ja. Das wollte ich nicht wissen, aber danke. Die Griechen, die riechen und manchmal tun sie auch kriechen. Ich weiß, das war brillante Grammatik und geiles Deutsch. Mhm. Da gab es auch immer einen sehr weisen Spruch. Der nannte sich, kauft immer eine Tüte Deutsch, hat mir auch sehr gehilft. Deutschland, du Opfer, gib Handy. Deutschland, du Opfer, gib Handy, ist auch gut, ja. Hab ich mir irgendwann an der Hauswand als Graffiti gesehen, hab ich gedacht, geil. What the fuck? Was für einem Ghetto lebst du? Aha, er... In Deutschland. Genau, pures Ghetto. Ja, der sagt bestimmt die Wahrheit. Ist schließlich jemand, der wie ein Italiener aussieht. Der sagt immer die Wahrheit. Will mir ein Angebot machen, was ich nicht ablehnen kann, oder was? Nee, er macht dir eben ein Angebot, das du ablehnen kannst. Ah, verdammt. Aber okay, wie dein Stream einfach nur heißt, My First Hitbox Livestream. Ja, ich hab den Titel noch nie geändert, weil ich da halt nie ernsthaft streame. So dein 15. Stream da, My First Hitbox Livestream. Ja. Kannst du zumindest das Spiel mal einfügen, Mensch. Nein. Dann würden Leute mich erfinden und da irgendwas erwarten von diesem Stream, das geht ja nicht. Das wäre doch geil. Nein. Vor allen Dingen, die schalten dann in deinen Stream ein und hören nur mich. Das ist doch geil. Ja. Übrigens, wer möchte, kann auch auf meinem Hitbox-Kanal followen. Ja, komm, fuck off. Dich schmeiß ich erstmal raus hier gleich. Hitbox.tv/superflashcrash. Oh, natürlich. Da gibt's jetzt auch regelmäßiger Livestreams mittlerweile. Aha. In wie viel FPS? 2? 2,5? Ja, gut. Das ist ja eine andere Sache. Ne? 3? 50? 1000? Vielleicht 4 oder 5. Stunden, genau. Ja. Na, vor allem der eine Stream, den ich eigentlich nur zum kurzen Teststream machen wollte, weil ich halt Synchronisation austesten wollte, also ob Kamera und Ton synchron sind, der wurde dann halt einfach zu einem 8-Stunden-Stream. Wir haben, um mal endlich wieder was zum Spiel zu sagen, wir haben scheinbar am Bahnhof noch was vergessen. Deswegen fahren wir kurz zurück und setzen unsere Intuition ein. Ich glaube, ich hatte mal, glaube ich, OBS Multiplattform ausprobiert und mich hatte da gestört, dass ich die Fenster da nicht so leicht umstrukturieren konnte, wie halt bei der normalen OBS-Version. Weil ich wusste da gar nicht, wie das geht. Es ist ein bisschen, also beim normalen OBS gibt es ja dieses Szene-Bearbeiten-Ding. Genau, und da kannst du halt einfach auf das Bild klicken. Genau, und hier gibt es diesen Knopf gar nicht. Du musst einfach nur auf diese Szene klicken halt. Achso. Auf das entsprechende. Rechte Maustaste oder einfach nur normal? Ja, ganz normal. Dann kommt so ein roter Kasten und dann kannst du ziehen. Werde ich mal schauen, ob ich mir jetzt auch mal lade demnächst. Tu das. Währenddessen werde ich... Tu das. Währenddessen werde ich... Ich habe genau einen Hinweis übersehen. Das ist so dumm. Ein geiler Hinweis. Und vor allem die Leiche. Ich habe die Leiche übersehen. Scheiße. Alles aus der scheiß Leiche. Ich muss einen Mord untersuchen. Leiche brauche ich nicht. Nein. Wer braucht denn schon Leichen bei einem Mord?
Das ist so, als bräuchtest du Kaffeebohnen in einem Kaffee. Mm. Ergibt auch wenig Sinn. Ja, also ich hab im Kaffee noch nie Kaffeebohnen gesehen, aber gut. Jetzt auch mit ganzen Stückchen, oder was? Mm. Hübsches Mädchen, auf jeden Fall. Ja. Sie war scheinbar obdachlos. Und sie hat einen Ring. Die würde ich mir auch an die Haustür nageln. Was? Mhm. Nein. Was du so an deine Haustür nagelst, das will ich überhaupt nicht wissen. Ah, ich immer und meine schlechten Witze hier. Ja, und ich setz noch einen drauf. Das hast du gedacht, aber ich hab's gesagt. So. Ja. Außerdem, ich will nicht fahren, hallo? Doch, bei Roller. Nein. Nein. 20% auch auf alles, außer Tiernahrung. Und deswegen sind sie pleite gegangen. Hätten sie noch 20% auf Tiernahrung gegeben. Ja. Denn hätten die dadurch, dass es geboomt hätte, einfach noch mehr eingenommen. Natürlich.